Welcome back to another German food review, and it's salami time. Look at this salami, but it's a veggie salami, and it's not only veggie, it's also vegan. Yeah, here it's bigger, vegan. Okay, 50 grams for this, but look at this salami. It doesn't look like a salami. No, it's not even close, not even a little. No. Okay, price for this one is 1 euro in DM, DM Bio, DM Organic. And DM is a drugstore. So, what's in here? 29% tofu. Okay. Okay, wheat protein. And paprika. And more tofu. Okay. Yeah, and seasoning, of course. Yeah, I'm not sure what to expect here. Salami flavor? No, I guess. No. But look at this. It's fat. Is it? 13 grams of fat. Okay, yeah. 50 grams. So 130 calories for this. And a lot of salt, yes. And protein, yes. Okay. Yeah, looks like a salami. On the nutrition facts label, I mean, yeah. Could be more fat. Let's open this one. Yeah, don't know. Here. Let's see. Doesn't work. Yeah. That sucks a little bit. Oh, come on. Can I cut this? I can. Nice. Okay. Yeah, that sucks. I want a proper way, not here cutting what not. No, I don't want to squeeze it out like that. Oh no, oh damn it. What okay. Yeah, feels very strange. I don't know. I think they shouldn't call this a salami. Okay. But I need a thumbnail. Oh, that looks nasty somehow. Doesn't it? Yeah. So let's do it quick here. Please focus. Okay. Yeah. Let's see. As you can see, it's ultra soft. It has nothing to do with the salami. Let me sniff it. Okay, smells quite nice. Try it. Okay. Yeah, strange consistency. It's dry. But the seasoning is quite nice. But yeah, it doesn't taste like salami, of course. I like the seasoning, but not the consistency. No. It is dry. Yeah. Too dry for me. But your taste is okay. Oh, rating for this one, it's hard. Let's try it again. Here we go. The consistency is, I don't like it. But the seasoning is okay. Yeah, I wouldn't buy this again. But okay. Weird stuff. Okay, thanks for watching. I'll continue in German. So, es gibt hier eine Veggie-Salami, aber die ist nicht nur vegetarisch, die ist auch vegan. So, und erstmal, das sieht gar nicht aus wie eine Salami so, sondern irgendwie halt, ja, wurstartig, aber ich weiß nicht, warum die das Salami nennen. 1 Euro im DM, das ist DM Bio, und das ist hier drin, 29% Tofu. Und noch
noch mehr Zeug. 24% Weizen-Eiweiß, und das ist furchtbar zu lesen hier. 5% rote Gemüsepaprika. 3% Räuchertofu. Und noch mehr. Okay, und es hat 130 Kalorien, sind ja nur 50 Gramm hier. 50. Sehr salzig, viel Eiweiß und Fett. Ja. Dann habe ich das probiert hier rauszukriegen, muss ich es rausdrücken. Geht irgendwie nicht so richtig. Und hier seht ihr schon die komische Konsistenz. Ja, dann gucken wir uns das Ding mal an hier. Zuerst sah es ein bisschen komisch aus, das will ich aber jetzt nicht sagen. Und ja, ist irgendwie sehr weich. So sieht's aus. Koste ich mal. Der Geschmack ist schon okay. Das ist einfach scharf. Ein ganz bisschen wie Pfeffer. Und es schmeckt gewürzt. Das würde ich sagen, geht schon. Wenn man einen würzigen Snack haben will, geht das schon. Aber die Konsistenz geht mal gar nicht. Nee. Das Zeug ist total trocken. Ja, da muss man zu was trinken. Das ist eindeutig zu trocken für mich. Vielleicht sind Vegetarier oder so Veganer das gewohnt. Aber ich nicht. Aber Geschmack ist schon okay. Schmeckt allerdings nicht nach Salami. Hat absolut nichts mit einer Salami zu tun. Und ist salzig. Oh, ist richtig Arbeit, das runterzuschlucken. Ja, als Rating bekommt das 99%. Oh, kann ich das hier noch rausholen? Jetzt kann ich das Ding hier zerschneiden. Kriegt man das hier rein? Oh, ist nass. Ja, keine Ahnung. Ugh. Ja, die sollten vielleicht noch ein bisschen mehr Fett untermischen. Dann ist es nicht ganz so trocken. Okay, ja, 99%. Der Geschmack geht schon so. Erwartet keinen Salami-Geschmack. Aber die Konsistenz ist ein No-Go für mich. Das würde ich nicht nochmal kaufen. Aber ich bin ja auch kein Veganer. Alles klar, 99%. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video.